Nee, ich kann es nicht abschneiden. Das Seil kann ich nicht abschneiden. Kann ich das Schild mitnehmen hier? Das Schild hat dort schon seine Daseinsberechtigung. Majestätisch wackelt er vor dem Sonnenuntergang herum. Es ist auch für mich gerade nichts an Gegenständen da, mit denen ich was machen könnte. Das ist mein Problem, was ich habe. Es fehlt schlichtweg einfach ein gut gemeinter Hinweis. Wir haben das Wartezimmer. So, ich hatte ja am Anfang gedacht, dass ich hier irgendwie... Das wird wohl nichts bringen. Aber das geht nicht. Also den Türstopper einfach verwende, damit die Tür offen bleibt. Bringt aber nichts. Weil dann hätte ich sagen können, Mensch, geh doch einfach rum, die Tür ist offen. Ich gehe davon aus, dass wir entweder hier den Teil aufmachen müssen, dass die Spinne sich um die Leute im Wartezimmer kümmern, oder wir faken müssen, was mit dem Wind los ist. Aber um den Wind zu ändern, wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Der Wind ist ja nicht beeinflussbar. Und das ist das, was mich umtreibt. Und da hätte ich gern irgendwie einen Hinweis, einfach nur einen subtilen Hinweis. Mensch, guck dir das doch mal an. Ich schaue ja nur schon auf die Gegenstände hier. Guck mal, hier ist nämlich der Riss auch da. Es muss ja auch irgendeine... Ja, Lena? Oh, kann nicht denken. Alles dreht sich. Hier muss ich kein Gespräch führen. Rausbrüllen aus dem Riss oder so. Das muss nicht in den Spalt. Das muss nicht... So etwas passt nicht. Da wir schon ein Loch im Schrank erzeugt haben, ist das wohl nicht mehr nötig. Ich kann den Sonnenuntergang von... Oh, warte mal. Das ist vielleicht ein Wind. Es zieht zum Fenster hinein wie Hechtsuppe. Und durch das Loch auf der anderen Seite wieder hinaus. Ein regelrechter Sog. Ach, Atalanta, du bist ein Schatz. Haha! Psst! Es ist eigentlich total logisch. Sie hinfort. Es ist total logisch. Ein Hoch auf Atalantana. Also eigentlich ist Finn ja ein ganz schöner Arsch, oder? Nein. Also er hat gerade die Spinne davonfliegen lassen und die wird jetzt wahrscheinlich sehr schmerzhaft irgendwo auf einem Felsen aufklatschen. Ja, aber Hauptsache Finn sagt, ah, da fliegt sie hinfort. Also das sind so Sachen. Tja, vielleicht ist er ja doch nicht so nett, wie ich dachte. Doch. Das sind so diese typischen Adventure-Momente, die man auch schon bei Guybrush hatte, wo man sich denkt, oh, was ist das für ein Typ? Naja. Ich entschuldige mich übrigens für diesen furchtbaren Witz bei der Regenrinne. Die Vorlage war einfach zu schön. Die Wohnung des Heilers hier... Er packt immer weiter ganz am Anfang das runter. Okay. Oh. Ich kann die Silhouette des Heilers irgendwo im hinteren Bereich des Raumes sehen. Martin, Tür auf. Wir haben es uns verdient. Hallo? Ich komme schon. Verzeiht meine Abwesenheit. Ich musste mich hier drinnen um einige Verletzte kümmern. Bei den behaarten Nüstern meiner Großmutter. Ich habe alle Hufe voll zu tun, seitdem diese Maschinen hier sind. Nun, wir dachten, ihr könntet uns vielleicht helfen. Das werde ich, sofern ich kann. Nebenbei, ich hoffe, meine übereifrige Assistentin hat euch nicht aufgehalten. Nein! Nur ein bisschen. Sie ist neu. Es dauert immer eine Weile, bis Spinnen sich etwas an unsere Gepflogenheiten anpassen. Aha. Egal. Ab ins Hauptzimmer. Das zieht ja aber.
Was um alles in der Welt hat ihr mit meinem Schrank gemacht? Naja, was soll's. Es gibt Wichtigeres zu tun. Und macht bloß dieses vermaledeite Fenster zu. Danke. Danke, Atalantana. Wie ich sehe, hat ihr mir da drüben schon eine neue Patientin gebracht? Ich werde mich umgehend um sie kümmern. Wie kann euch der alte Heiler Zdenek sonst noch helfen? Amputationen? Nasenhaarverlängerungen? Ein edles Abführmittel? Nur aus besten Kräutern der Umgebung? Kurz gesagt, wir versuchen die Wolftruppen aufzuhalten. Sie haben das Portal in der alten Stätte der Eulen geöffnet. Das habe ich mitbekommen. Sie suchen dort etwas. Wir sind etwas Uraltem, Mächtigem auf der Spur, das vielleicht über das Schicksal unserer Welt entscheiden könnte. Ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein kann, aber redet ruhig mit mir, wenn ihr etwas wissen wollt. Ich kümmere mich nun erst einmal um euer Anhängsel. Eine Wölfin? Ihr pflegt ungewöhnliche Freundschaften. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie und Ihr Wissen könnten der Schlüssel dazu sein, diesen Maschinenirrsinn zu beenden. Ich kann es mit einem Verband und einer heilenden Kräutersalbe probieren. Mal abgesehen von der Tracht Prügel der Mitwölfe, haben ihr die giftigen Dornenstiche ganz schön zugesetzt. Meine Kräutersalbe wird die Schwindelanfälle durch die Dornenstiche lindern. Aber dennoch bräuchte man etwas, das die Schmerzen betäubt. Dafür fehlen mir momentan leider die Mittel. Ich hab was. Finden wir noch etwas, das helfen könnte? Ich hab was. Ich wüsste nur nicht was. Ich hab was. Komm mal her. Ja, komm mal her. Das wird dir helfen. Wie gut das tut. Die Schmerzen sind weg. Bleibt dennoch etwas sitzen und gönnt euch Ruhe. Ihr seid in einem körperlich sehr labilen Zustand. Dann habe ich wohl endlich Gelegenheit, meine beiden Freunde hier über alles aufzuklären. Du erzähltest zuletzt davon, dass dein Vater einen großen Fehler begehen würde. Und etwas von dem Zepter. Hört mir zu, ich fange ganz von vorne an. Denn mehr oder weniger bin ich schuld an allem hier. Es ist nicht so, wie wir denken, Finn. Paralleluniversum. Als ich klein war, schlich ich oft im alten Lagerraum unseres Hauptquartiers umher. Ein Ort vieler Geheimnisse und unzählbar großer Mengen erbeuteter Waren, die sich dort seit Jahrhunderten stapelten. Mein Vater sollte davon jedoch nichts erfahren. Ich schlich um die alten Kisten herum, öffnete sie hier und da. Die Dinge darin waren meist schon alt und kaputt, sodass sie mein Interesse nicht weckten. Bis auf diese eine Kiste, weiter hinten im Dunkeln. Ich schien die erste zu sein, die sie je geöffnet hatte. Was ich in den Dokumenten sah, schien für mich unerklärlich. Dank der Schriftenlehre meiner Mutter konnte ich die alten Texte notdürftig entziffern. Die Dokumente erzählten eine Art Geschichte. Geschehnisse von vor über 1000 Jahren. Sie erzählten von einer anderen Welt, in der wir Tiere bereits lebten, uns aber in ständiger Bedrohung durch eine seltsame, fremde Tierart befanden. Die Bedrohung durch diese Tierart wuchs und wuchs, und unsere Vorfahren wurden immer weiter zurückgedrängt. Vielleicht wären wir ausgestorben, hätte es da nicht diese eine Eule gegeben. Sie war die mächtigste Magierin, die die Tierwelt bis dahin gesehen hatte. Durch ihr Können war sie in der Lage, einen gewaltigen Zauber wirken zu lassen. Ein Zauber, der dringend nötig war, um die Tiere vor ihrem sicheren Untergang zu retten. All dies tat sie mit Hilfe ihres ebenso mächtigen Zepters. Und wisst ihr, was sie erschuf? Unsere Welt. Oder besser gesagt, eine durch Magie erzeugte Kopie der Welt, in der wir Tiere bis zum Auftreten der Bedrohung heimisch waren. Ein Abbild, das bis heute getrennt von Zeit und Raum existiert. Komplett am Leben erhalten durch die immer noch währende Kraft des Zepters. Hier sollten wir Tiere sicher sein. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum so etwas wie eine unendliche Nebelwand unsere Landmasse begrenzt? Nun, die Macht des Zepters hatte auch ihre Grenzen. Sie war nicht in der Lage, eine komplette Kopie der ursprünglichen Welt zu schaffen, sondern nur lediglich einen geringen Teil. Das ist echt heftig.
Dieses mächtige Zepter existiert also noch, nehme ich an. Das tut es, ja. An einem versteckten Ort, den die Eulen sich hier auf dieser Insel ausgesucht haben. Hinter diesem Portal. Derjenige, der das Zepter findet, muss eine gewaltige Macht über unsere Welt haben. Wie jeder Zauber hat auch dieser nur eine begrenzte Wirkzeit. Der Tag würde kommen, an dem die Energie des Zepters schwindet. Und mit dieser Energie würde auch die Stabilität unserer Welt schwinden. Unsere Landmasse und Natur würde sich langsam in nichts auflösen und dem Antlitz der ursprünglichen Welt Platz machen, aus der die uns bekannte Kopie geschaffen wurde. Moment, also hat es schon begonnen? Und all diese Maschinen und die seltsamen Orte sind nichts mehr als die ersten Vorboten der alten Welt, die in unsere, sich auflösende Welt hineinwachsen. Unsere Welt gleicht momentan einer Scheibe Schweizer Käse, durch dessen Löcher die alte Welt hindurchschaut. Klingt ganz schön eklig. Durch diese Löcher scheinen auch die Maschinenwesen zwischen den Welten umherzureisen. Ich habe beobachtet, wie sie die Tiere, die sie hier gefangen haben, anschließend in die alte Welt mitnehmen. Also ist auch meine Familie dort. Irgendwann hat sich alles uns Bekannte aufgelöst und wir werden uns wieder in die Welt unserer Ahnen verfrachtet vorfinden. Zumindest in dem, was während unserer tausendjährigen Abwesenheit davon übrig geblieben ist. Das ist ja schrecklich. Kann man das nicht abwenden? Man muss Besitz vom Zepter ergreifen und dessen Zauberkraft reaktivieren. Nur dann lässt sich alles rückgängig machen. Wie konnte dein Vater eigentlich von all dem erfahren? Als die Maschinenwesen auftauchten, erinnerte ich mich an die alten Dokumente. Und ging erstmal wieder ins Lager hinab, um vielleicht Antworten auf das Problem zu finden. Was sich jedoch als Fehler herausstellte. Ja, Lena, was tust du da? Habe ich dir nicht verboten? Moment. Was sind das für Dokumente? Nichts weiter, Vater. Zeig sie mir. Es ist nur... Sofort! Mein Vater erfuhr alles über das Zepter und war fortan besessen von der Geschichte. Dann sollten wir dieses Zepter so schnell wie möglich an uns nehmen und dessen Zauberkraft reaktivieren, bevor es dein Vater tut und damit eventuell noch Unsinn anstellt. Nun, konntet ihr das Portal schon öffnen? Ja, das haben wir bereits. Fantastisch. Wir treffen uns dort. Wir sind schon so gut wie dort. Ich brauche nur noch ein paar Minuten, um meine Kräfte zu sammeln. Und dann machen wir all dem hier ein Ende. Ich kann das alles kaum glauben. Was für eine irrsinnige Geschichte. Ihr müsst mir unbedingt mehr davon erzählen. Jetzt lenkt ihr mal nicht ab hier. Hans? Bitte fragt mich nicht, was Stanek da eigentlich die ganze Zeit mit seinen Patienten macht. Was macht er die ganze Zeit mit seinen Patienten? Ich habe einfach nur eine Animation gebraucht, die ein bisschen so wirkt, als würde er irgendwas Wichtiges machen, irgendwas Wichtiges verarzten oder prüfen. Aber eigentlich wackelt er nur dort rum mit den Armen von seinen Patienten und guckt und ja, eigentlich weiß er gar nicht, was er macht, wenn man es mal so sieht. Ja, also bitte stellt euch vor, dass er da irgendwas prüft, was ganz wichtig ist. Also ich habe bestimmt einen Tag nur gebraucht, um diese Animationen zu machen und um das auch schön abzustimmen. Ja, es ist halt, naja. Ich finde, in dieser Szene ist die Atmosphäre sehr stimmig geworden. Ne? Man hört so ein bisschen ominöse Musik im Hintergrund. Und man sieht diese ganzen Sachen, die hier rumliegen, ein Glas mit Augäpfeln und irgendwelche Schädel auf Papier an der Wand und eine Schere und ein verbundener Patient, der nicht unbedingt glücklich schaut. Na, das sind so alles kleine Sachen, die hoffentlich die Fantasie des Spielers ein bisschen beflügeln und die da hoffentlich dafür sorgen, dass sich der Spieler fragt, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, wer wohnt denn hier? Was ist denn bloß der Heiler für ein komischer Typ? Ja, ich denke, das ist ganz nett geworden. Links im Schrank gibt's auch einen furchtbaren Joke über ein gewisses Buch, das ich selber noch nicht gelesen habe. Und der Joke ist eigentlich auch schon wieder voll alt, weil das Buch ist auch schon wieder länger draußen. Aber irgendwie, das Wortspiel, das hat einfach so schön gepasst.
Ah ja, aber ich glaube, sehr viele werden mit den Augen rollen, wenn sie das hören. Okay. Nichts Interessantes zu sehen. Du sollst ja auch aufwachen. So, dann gucken wir mal. Sie braucht ja bloß ein paar Minuten, um sich zu reaktivieren. Da steht sie schon. Da seid ihr ja. Schnell, folgt mir. Wir dürfen keine Minute verlieren. Oh, seht euch das nur an. Jetzt ergibt sich nur die Frage, wie wir wohl diesen Turm hochkommen. Schon allein das Hinaufklettern würde ewig dauern. Das wird nicht nötig sein. Passt auf. Wenn mich nicht alles täuscht, befindet sich hier im Dunkeln eine Eulenstatue. Gwen, du bist gefragt. Du musst deine Flügel auf die der Statue legen. Laut den Schriften setzt das einen geheimen Mechanismus in Gang, der nur von Eulen ausgelöst werden kann. Also ist der Vater noch gar nicht durch. Der freut sich doch jetzt gleich. Hab das doch geschafft. Irre! Genau das sind die Vermerke in den alten Dokumenten, die ich meinem Vater vorenthalten habe. Ja. So haben wir einen entscheidenden Vorteil. Jetzt kommt er. Und genau darum wollte ich dich von Anfang an mitnehmen, Gwen. Nichts wie rauf, würde ich sagen. Aber der ist doch irgendwo, oder klettert der gerade unten? Ist es das? Oh, das muss es sein. Ich dreh durch. Wir haben es geschafft, Freunde. Na sowas. Diese Statue hat das Zepter fest im Griff. Ich bekomme es gar nicht ab. Ein weiterer Grund, warum ich dich von Anfang an mitnehmen wollte, Gwen. Nur eine Eule kann diesen zweiten Mechanismus in Gang setzen. Sag mal, warum hast du mich eigentlich nicht von Anfang an nett gefragt? Diese ganze Entführungsnummer in eurem Hauptquartier hättest du dir doch sparen können. Mein Vater wäre sofort misstrauisch geworden, wenn ich mich mit einer Eule angefreundet hätte. Ich wollte mit dir still und heimlich über meine Absichten reden. Wenn Finn nicht vorher mit dir abgehauen wäre. Na, meinetwegen. Klingt relativ plausibel. Leute, könntet ihr das bitte später bereden? Da hat er recht. Du musst die Flügel berühren. Der Wahnsinn! Nun muss es einer nehmen und die Zauberkraft reaktivieren. Wie macht man das? Sieh an! Reh und Eule sind auch schon da. Dieser Kerl wieder. Ihr klettert wirklich ganz schön schnell. Ihr hattet es ja recht bequem auf eurer gemütlichen Steintreppe. Unsere Kletterpartie war dagegen doch recht schweißtreibend. Was zum... Jalena? Wie? Dieser verfluchte Rehbock! Was hat er dir angetan? Vater, nein! Jarik, bitte! Wir wollen doch nur... Diese beiden, sie kontrollieren dich! Genauso, wie man es schon mit deinem Großvater tat! Aber nein! Das Zepter ist... Bitte glaub mir, du musst es uns überlassen, weil... Noch ein Wort und ich schlitze diesen trügerischen Rehbock und diese Eule vor deinen Augen auf! Klug von dir. Die beiden haben es also geschafft, sich von dir hierher führen zu lassen. Dann sollen sie jetzt Zeugen unseres Triumphes werden. Das Zepter. In Vergessenheit geraten für all die Jahrhunderte. Blieb ihm nichts anderes übrig, als seine gesamte Zauberkraft hier aufzubrauchen. Für eine Welt, in der wir seit Jahrhunderten weggesperrt wurden. Jarik, man hatte schlicht und ergreifend Angst vor euch. Ihr,
Ihr seid für uns gefährlich. Und euer Volk war damals verantwortlich für den Brand in der Bibliothek der Eulen. Vergiss nicht, für was eure Art seit Jahrhunderten verantwortlich ist. Es gab Zeiten, in denen meine Vorfahren trotz allem noch Hoffnung auf ein gemeinsames Zusammenleben mit euch hatten. Aber jedes Mal, wenn sie einen gemeinsamen Weg mit euch suchten, bekamen sie wieder und wieder zu spüren, dass die Angst vor uns Wölfen in jedem von euch steckt. Daraus habe ich gelernt, dass ich die Dinge leider drastischer angehen muss als meine Ahnen. Und wie du an meiner kleinen Truppe sehen kannst, finde ich mit dieser Ansicht Gehör. Ihr habt uns lange genug gesagt, wo wir hingehören. Mit diesem Zepter werde ich endlich eine Welt schaffen, in der wir das selbst entscheiden. Der Beginn unserer Herrschaft ist nun gekommen. Bitte, tu es nicht! Ich habe es! Ich spüre die Macht! Du spürst gleich was ganz anderes, hm? Oh oh. Nein! Oh oh. Ich war's nicht diesmal. Oh, was? Was ist passiert? Gwen? Ja, Lena? Ich bin anscheinend noch in der Höhle, aber alles bis auf die Felsen ist verschwunden. Wo sind alle hin? Oh oh.